kleiner Lichtblick für den Tag. Donnerstag, 14. November. Der Text für den heutigen Tag steht in Matthäus 11, Vers 28, und ich lese nach der Hoffnung für alle. Jesus sagte: Kommt her, alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Unter Korruption versteht man den Missbrauch einer Vertrauensstellung als Funktionsträger zum persönlichen Vorteil. Der wichtigste Faktor, der aus ehrlichen Menschen korrupte Menschen macht, heißt Macht. Macht führt dazu, dass man Wasser predigt, aber selbst Wein trinkt. Ein Zitat von Heinrich Heine. Denn wer sich mächtig fühlt, der unterliegt selbst weniger der Regelung durch andere. Von Professor Manfred Spitzer aus »Korrupt ist jeder, mehr oder weniger« aus der Nordwestzeitung vom 19.01.2012. Auch im Bereich der Religion und des Glaubens gab es zu allen Zeiten das Problem des Machtmissbrauchs an meist hilflosen Opfern. An einer Auseinandersetzung mit diesem Thema kam auch Jesus nicht vorbei, wie wir zum Beispiel seinem Gebet in Matthäus 11, Vers 25 entnehmen können. Mein Vater, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor den Klugen und Gebildeten verbirgst und sie den Unwissenden enthüllst. Wie stand es denn um das einfache Volk zur Zeit von Jesus? Sie mussten glauben und tun, was ihnen angeordnet wurde. Sie wurden abhängig gemacht von menschlichen Regeln und Gesetzen, einer Last, die nur sehr schwer zu tragen und zu ertragen war. Während die einen unter dieser Knechtschaft demütig litten, wurden andere, wie zum Beispiel die Zöllner, in Form von Machtmissbrauch selbst korrupt. Doch ein Problem hatten wohl alle: die Mächtigen und die Geknechteten, die Gebildeten und Unwissenden, die Armen und die Reichen. Sie suchten nach innerem Frieden, nach dem Sinn des Lebens, nach Ruhe und Angenommensein. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wer aber wird diese Ruhe finden? Wer darf sie dauerhaft erleben? Jeder, der die Einladung von Jesus annimmt, wie unser Andachtstext sagt. Er wird den Unterschied zwischen menschlichem Zwang und der göttlichen Herrschaft kennenlernen. Die Einladung von Jesus gilt auch uns heute. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Ich kann jedem aus eigener Erfahrung nur empfehlen, diese Einladung anzunehmen. Waltraud Schneider-Kalusche.